Konnichiwa, meine Brüder und Schwestern, Nerds, Freaks, Otaku und Geeks, bless-eu.de, Kumpanen und Kumpaninnen. Wir sind hier wieder in Hierakon. Ich muss ein wenig shoppen. Ich habe mir schon wieder Heiltränke hergestellt. Ich hatte ja zum Glück das Glück, eine Loothöhle zu finden, ne? Sogar zwei. Das eine Mal im Stream und das andere Mal nochmal außerhalb irgendwelcher Let's Plays oder Streams. Und ja, in dieser Episode dachte ich mir, ich mache so ein kleines Special. Das ist wieder für die Audiophilen unter euch, die Bock drauf haben, einfach auch mal wieder andere Mucke zu hören. Und ihr kennt das mittlerweile, dass ich euch relativ viel Musik kredenze, vor allem auch von Leuten, die ich sehr gerne höre, wie Adrian von Ziegler zum Beispiel, aber auch wie jetzt in einigen Episoden zuvor von Boko, aka Duvio Boko Gaming. Und ja, ich denke, es wird auch mal Zeit, dass ich ein paar Beats von mir im Hintergrund spielen lasse. Und in dieser Episode werdet ihr mein Gebrabbel nur am Anfang hören und am Ende. Ich werde dazwischen einfach meinem Tagwerk nachgehen und vermutlich dann sogar noch ein bisschen leveln. Und ja, ich hoffe, ihr genießt es. Ich hoffe, dem einen oder anderen gefällt das. Ich werde euch auch mal verschiedene Sachen zeigen. Ich habe massiv viele Beats gemacht und das ist natürlich aber alles auch immer Geschmackssache. Nichtsdestotrotz freue ich mich doch darüber, wenn es dem einen oder anderen gefällt. Ich werde jetzt auch nicht mehr großartig weiterreden und wir legen jetzt einfach los. We'll be right back.
Ja, das war ein interessantes Special. An der Stelle, jetzt ist hier schon die dritte Loothöhle. Die dritte. Was ist hier los? Und da sehe ich doch einen Gegner. Hat er sich gerade wegteleportiert oder ist er selber unsichtbar? Fragen über Fragen. Ich verziehe mich besser. Ich will ja die Episode beenden. Und nicht Dennas wertvolles virtuelles Leben. So, das waren richtig viele Loothöhlen. So viel habe ich noch nie an einem Fleck entdeckt. Ich habe nicht mal mehr genügend Sammelwerkzeuge, um mir da jetzt noch irgendwie den Loot abzuholen. Das macht aber nichts. Ich hoffe, euch haben ein oder zwei Beats gefallen. Ich habe von denen noch weitaus mehr. Ich glaube, mittlerweile sind das so 200 oder 250 Beats, die ich da habe, aber längst nicht alle veröffentlicht. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Ich denke aber, die Folge war mit Sicherheit in der einen oder anderen Weise interessant. Und einen Rhino haben wir auch noch. Wunderbar, ein weiteres Mount. Jetzt muss ich auch ein bisschen sparsam sein mit den Taming Scrolls. Im Auktionshaus gab es keine mehr. Ich muss darauf hoffen, dass ich demnächst mal wieder welche bekomme. Naja, ob das so ist oder auch nicht, das sehen wir in den nächsten Folgen. Sayonara.